Heute geht es um die Röhre R von Siemens sowie den Nachfolger, die OR, ebenfalls von Siemens entwickelt. Die R wurde 1922 im sogenannten Multi oder für sogenannte Multiplex-Telegrafensysteme entwickelt und ist eine der ersten Leistungstetroden als Raumladetetrode. Die Röhre selbst verfügt über einen fünfpoligen Limsockel mit dem klassischen Belegungsmuster, also der Hohlstift ist das Raumladegitter. Der Stift rechts davon ist das Gitter, also das eigentliche Steuergitter. Bei Raumladetetroden ist das das zweite Gitter gesehen von der Kathode. Der Stift links davon ist die Anode und die beiden anderen Stifte stehen für die Heizung. Die Röhre ist direkt geheizt als reine Wolframkathode und die Röhre operiert als sogenannter Hellbrenner. Sie hat eine Heizspannung von ungefähr 4,1 bis 4,3 Volt bei ungefähr 2,1 Ampere Heizstrom. Es gibt kein richtiges Datenblatt, nur ein bisschen Wischiwaschi-Datenblätter. Insofern ist die Angabe der Heizspannung, wie gesagt, nur ein Circa-Wert. Und kommen wir mal zu den Bildern. Es gibt gleich noch ein Video der R im Betrieb auf dem Neuberger. Und wie immer sind in der Videobeschreibung alle Links zu den Bildern enthalten. Und jetzt hier noch so ein paar Kurzbilder im Standbild. Die R hat einen typischen Aufbau der Röhre der Anfang der 20er Jahre. Sie ist komplett handgearbeitet, komplett aus Glas gefertigt, also auch die Glasstege sind alles Handarbeit. Die direkt geheizte Kathode ist wie gesagt gespannt durch eine Feder. Man sieht, dass die Röhre ausgeglüht wurde, also das Kupfer ist rot angelaufen. Sowie sieht man auch an den Glas. Im Glasinnenraum die Bedampfung, die entstanden ist durch das Ausgasen, den Anodenzylinder. Die beiden Gitter sind ausgelegt, wie alle Röhren aus dieser Zeit, als gestanztes Blech. Die Kabel sind schön säuberlich verdrillt. Wie gesagt, das ist alles Handarbeit. Die Banderole am Sockel ist bereits korrodiert. Das ist jetzt eine etwas seitlichere Ansicht. Man sieht, wie gesagt, hier die Kupferbänder, die die Röhre stabilisieren. Der Quetschfußsockel. Der Pumpstutzen befindet sich, wie gesagt, an der Spitze der Röhre. Oder wie es auf Aktionsplattformen immer so nervtötend heißt, mit Spitze. Das ist das Ganze von der Seite. Das ist eine Detailaufnahme des Systems selbst. Hier ist, wie gesagt, die Kathode, das ist schon das eigentliche Steuergitter, also das zweite Gitter. Das erste Gitter ist ein bisschen versteckt in der Aufnahme. Das ist ein Detail des Anodenzylinders. Diese Zylinder sind ausgestanzt
und dann punktgeschweißt. Auch die Steuergitter sind, wie gesagt, einfach nur ausgestanzte Zylinder. Ist es hier ein bisschen besser zu sehen? Auch hier zu sehen ist, wie gesagt, der Quetschfuß und die verdrillte Verdrahtung bzw. die Glasstege, die die Röhre halten. Das hier ist ein Detail vom zweiten Gitter. Hier sieht man jetzt besser das Raumladegitter. Das hier ist das Raumladegitter. Das hier ist das Steuergitter, also Gitter 2. Das hier ist Gitter 1. Und der Stift hier, das ist die Halterung für die Kathode. Beziehungsweise den Heizfaden, weil die Röhre ist direkt geheizt. Das ist eine Dateiaufnahme von unten. Irgendjemand hat diesen Aufkleber drauf gemacht mit der Angabe 2,08 Ampere. Wofür jetzt die 300 steht, kann ich nicht wirklich sagen. Noch mal ein Detail vom unteren Aufbau der Röhre. Das ist der korrodierte Sockel und man sieht, wie gesagt, die ursprüngliche Banderole ist noch drauf. Man kann noch ganz zart die Schrift erkennen. Diese Röhren sind gerne oxidiert und wurden meistens auch falsch gelagert. Das ist der Sockel von unten. Wie gesagt, das ist ein fünfpoliger Liebensockel mit einer Hülse und vier Stifte. Das ist, wie gesagt, immer noch das 4 mm Bananensteckersystem, welches sich bis heute gehalten hat. Das ist jetzt der Versuch, das System selbst zu fotografieren. Wie gesagt, es ist schwierig, durch Glas zu fotografieren. Also es ist egal, wie man die Röhre hält. Es gibt Spiegelungen. Das ist nochmal eine Detailansicht von der federnden Aufhängung. Hier ist der Anodenzylinder, das Steuergitter, Gitter 2 und hier ist das Raumladegitter. Nochmal die Feder und Versuch, das Raumladegitter zu fotografieren. Das ist die Röhre von oben. Nochmal ein bisschen seitliche Aufnahme. Und jetzt die Bilder, auf die alle gewartet haben, nämlich die Röhre im Betrieb. Wie gesagt, das ist eine Hellbrenner-Kathode und die leuchtet ähnlich wie eine Glühbirne. Es ist de facto eine Glühbirne, weil die Wolfram-Kathode wird bei derselben Temperatur betrieben wie die Glühfäden von der Glühbirne. Das ist jetzt mit blauem Hilfslicht. Ohne besagtes Hilfslicht schlägt die Weißkorrektur zu. Wie gesagt, die Beleuchtung hier ist jetzt nackt von der Röhre selbst.
Das ist jetzt mit der normalen Kampfbeleuchtung im Raum. Hier sieht man, wie gesagt, die Farbe die Glühfarbe der Röhre, also leicht gelblich. Und wenn man halt in die Röhre reinguckt, sieht man, es ist ein Hellbrenner. Das ist noch mit Hilfslicht. Und das ist die zweite R, die ich habe. Besonders schön ist bei dieser halt, wie gesagt, die aufgeätzte Typenbezeichnung erhalten geblieben. Und die Banderole ist erhalten geblieben, komplett. Aber wie gesagt, diese Bilder sind auf der Webseite enthalten. Die Röhre kann ich leider nicht im Betrieb vorstellen, die hat Fadenbruch. Angesprochen wurde auch der direkte Nachfolger der R, nämlich die OR. Die OR unterscheidet sich von der R, wie gesagt, dadurch, sie hat eine Oxidheizung. Na, nur zu weit. Komm, hallo. So. Die OR hat wie gesagt eine Oxidheizung und braucht nur noch in Klammern 2 bis 2,1 Volt bei 1,1 Volt Heizspannung. Und ist kein Hellbrenner mehr. Die OR wurde von Telefunken auch als RE87 produziert. Und hat bereits eine wesentlich höhere Emission als die R. Bilder an. Und hier sieht man, wie gesagt, besser wie soll ich jetzt sagen, der Belag des Ausglühens der Röhre. Also das ist in der realen Welt etwas gelblich. Das Logo ist wie gesagt eingeätzt, mit dem Vorteil, es kann nicht abgewischt werden. Also die Röhre kann man wirklich gut schrubben. Der Aufbau ist sehr ähnlich zur R. Es ist komplett in Glas gefertigt. Auch Handarbeit und auch die Kathode ist wie gesagt aufgehängt mit Hilfe von Federn. Und die Anode sowie die beiden Steuergitter wurden als Blech erstanzt. Das ist eine Seitenansicht der Röhre. Man sieht das ausgeglühte Kupfer. Hier ist es jetzt ein massiver Kupferdraht. Bei der R waren es noch dünnere Drähte, die gedrillt wurden. Das ist auch hier zu sehen. Und wie gesagt, hier ist jetzt die Banderole erhalten geblieben. Man sieht halt Strom von 1,1 Ampere und die Seriennummer ist
7051. Und wie immer, es hieß damals nicht Röhre, sondern Rohr. Der Vorbesitzer hat leider handschriftliche Bemerkungen am Kolben gemacht, eine 1. Das ist eine Detailansicht der Spannfeder. Das ist vom unteren System. Das M ist übrigens auf den Quetschfuß geschrieben. Das ist ein Versuch der Detailaufnahme des Systems. Hier ist, wie gesagt, das erste Gitter. Das Raumladegitter, hier ist die Kathode und das hier ist das Steuergitter, das zweite Gitter. Und das R von OR ist ein bisschen ungünstig im Bild. Hier ist die Kupferfahne zur Stabilisierung. Hier ist eine Seitenansicht. Nochmal zur Erinnerung, die Röhre ist handgearbeitet und das hier ist alles punktgeschweißt. Ich kann leider nicht sagen, wie lange die Produktion einer Röhre gedauert hat. Sieht hier die gestanzten Gitter. Das ist jetzt die komplette Banderole. Handschriftlich ist bemerkt 1,8 Volt. Das ist nochmal der Liebensockel. Das ist die Röhre von oben. Und nochmal ein bisschen Detailaufnahmen von den Glasstegen. Wie gesagt, die Bilder sind auf der Webseite in etwas bessere Qualität, statt wie hier ist nach der zweifachen Videokompression. Die erste Kompression ist von mir, die zweite Kompression ist von YouTube. Insofern, wie gesagt, hier ist nochmal das Steuergitter, das zweite Gitter, das hier ist das Raumladegitter. Ist ein bisschen besser zu sehen. Gut, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit der
Mit dem Prüfen der R. So, nun ist es an der Zeit, die R zu testen. Und wie immer, mein üblicher Spruch, ich habe leider nur ein provisorisches Datenblatt und die Röhre ist noch nie getestet worden, also von mir getestet worden. Das heißt, ich weiß weder, ob die Röhre schon Luft gezogen hat oder ob der Heizfaden noch funktioniert. Testen wir es mal aus. Im schlimmsten Fall wird die Röhre in den IOL geschickt. Ja. Gut. Wie gesagt, die Röhre hat einen alten Liebensockel. Ich hoffe, der Fokus spielt jetzt mit. Der Hohlstift ist die Raumlade, das Raumladegitter. Der rechts davon ist das Steuergitter, also in diesem Fall das zweite Gitter, weil es ist eine Raumladetetrode. Der linke Pin ist die Anode und die beiden unteren sind die Heizung. Was hier jetzt im Hintergrund klappert, sind die Kabel. Weil wie ein guter Fernsehkoch, ich habe da mal was vorbereitet. Ist jetzt ein bisschen schwierig, die Röhre zu konnektieren. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen. Wie gesagt, der blaue ist jetzt das Raumladegitter. Das schwarze Kabel ist das reguläre Steuergitter, also in diesem Fall das zweite Gitter. Kontakt. Und zu guter Letzt die Anode. Natürlich für alles Platz. So, was haben wir gesagt? Das ist die Heizung. Blau ist das Raumladegitter, das wird positiv beschaltet. Schwarz ist das Steuergitter, das wird negativ beschaltet. Und die Anode ist die Anode. Gut, dann versuchen wir das Ganze hier mal zu testen. So, da die Röhre absolut jetzt für mich jungfräulich ist, habe ich alle Kontrollen auf Null gestellt. Da ist doch so schön End of the Line. So erfreulich ist schon mal die Kontrollleuchte für die Heizung leuchtet, also die Heizung hat Durchgang. Da ich jetzt wie gesagt noch absolut keine Erfahrung mit der Röhre habe und nicht weiß, ob sie Luft gezogen hat, starte ich jetzt mal die Heizung. Mit 0,7 Volt.
bin jetzt bei 2 Volt, 2,1 um genau zu sein. Die Röhre glüht. Ich habe schon ein orangenes Glühen. Wie gesagt, laut dem allwissenden Internet ist die Heizspannung 4,1 Volt bei ungefähr 2,1 Ampere. Volt. Bin jetzt 2,2 Volt. Ich erhöhe jetzt mal langsam auf 4. Die Röhre glüht schon ordentlich. Bin jetzt bei knapp 4 Volt. Das ist ein Hellbrenner. Sieht jetzt so aus. Und dann legen wir mal die Spannungen an. Wie gesagt, das Raumladegitter hat 42 Volt, also nach Datenblatt. Ich richte mich zuerst mal hier nach der B-Linie, also 45 Volt Raumladespannung mit 150 Volt Anodenspannung, und das sollte bei minus 5 Volt Gitterspannung ungefähr 8 Milliampere geben. Also wir stellen mal ein 45 Volt, Entschuldigung, für das Raumladegitter. 5 Volt für das zweite Gitter, also das Steuergitter, minus 5 Volt und 150 Volt für die Anode. Okay. Moment, brauche noch ein Ampermeter. Kein Kurzschluss zum Gitter. Kurzschluss zur Anode und 3, 2, 1, End of the Line. Und siehe da, sie funktioniert. Sie hat 2,8 mA bei 150 Volt Anodenspannung. Bei 0 Volt Gitterspannung sollte es bei der B-Linie, ungefähr 16,5 Milliampere. Ich habe 3,5 Milliampere bei 0 Volt. Andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Röhre ausgelutscht ist. Weil, wie gesagt, nach Datenblatt sollte ich haben 3, minus 5, ungefähr 3 mA käme hin. Also 5 mal 10 hoch minus 3 sind 5 mA. Ich bin bei der A-Linie, bei der B-Linie hier. Sind ungefähr 3 mA, ich habe 3,2, und bei 0 Volt müsste ich schon hier sein, das ist ungefähr
16 mA. Lass ich mich auf 0 Volt. Ja. Also ich korrigiere mich gerade, das ist jetzt die minus 5 Volt Einstellung. Ich bin jetzt bei 2,5 mA, sollte haben ungefähr 3. Ab 2,5 und bei 0 sollte ich haben. Milliampere. Gut, dann machen wir mal einen anderen Test. Ich gehe mal auf die A-Linie, nämlich Raumladespannung 45 Volt und Anodenspannung 200 Volt. Ich sehe aber gerade, die Raumladespannung ist ein bisschen 1 Volt zu tief. Ändert nicht wirklich was am Ergebnis. Gehen wir auf 200 Volt Anodenspannung. Wir haben 200 Volt Anodenspannung. Ich sollte jetzt nach diesem Datenblatt bei 0 Volt G2, also Steuergitter, 45 Volt Raumladespannung und auf der A-Kennlinie, also der obersten, jetzt auch knapp 15,5 16 mA haben. Ich habe 3 mA. Also ich riskiere jetzt mal was, und zwar ich erhöhe die Spannung. Das nimmt ihm jetzt nicht übel. Auf 4,1 Volt. Ab 4,2 Volt. Und jetzt habe ich eine bessere Emission. Wie gesagt, ich kenne die genauen Heizdaten nicht. Es wird immer von ungefähr gesprochen und es gibt nirgendwo eine gescheite Angabe, also eine verlässliche Angabe. Und bevor ich die Röhre jetzt durch Überheizung wirklich zum IOL mache, jetzt haben wir, wie gesagt, 200 Volt. Einfach die Spannung korrigieren. Man sieht es, glaube ich, in der Kamera nicht so gut bei den analogen Messgeräten, aber Raumladespannung ist 45 Volt, Anode ist 200 Volt, Steuergitter ist jetzt 0, jetzt auf minus 5. Und bei der Einstellung sollte ich jetzt haben, 0 Volt ist hier ungefähr 7,5, würde ich jetzt gesagt. Ich habe 6,5 und bin ein bisschen drunter. Bei 0 Volt sollte ich haben, also ich bin auf der A-Linie, ungefähr 15,516 und ich habe 7,9. Peinlich genau noch mal korrigiere. Wird nicht mehr.
Dann würde ich mal sagen, die Röhre funktioniert noch im Prinzip, aber halt die Kathode ist wohl schon ein bisschen ausgelutscht. Können wir damals schon gerade auf dem Neuberger haben, auch noch die anderen Werte mal austesten. Nämlich Raumladespannung von 30 Volt und Anode von 90 Volt. Anode von 90 Volt. Gitter, also Raumladegitter von 30 Volt, 90 Volt Anode. Bei Gitter von 0 Volt ist die F-Linie, die letzte. Knapp über 5 Milliampere. Ich habe 6,5 Milliampere. Okay. Und noch die vorletzte Einstellung: 60 Volt Raumladespannung und 90 Volt Anode. Milliampere. Ungefähr hier ist die E-Linie bei 0 Volt Gitter. E-Mail hier. Ungefähr, ich sage jetzt mal 12,5, so ungefähr die Mitte, ab 7,4. Also die Kathode ist schwach. Röhre ist funktionsfähig. Aber wie gesagt, die Kathode hat es hinter sich. Gut, dann schon mal danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Moment, bevor ich jetzt ausschalte, die obligatorischen Nachtaufnahmen. Wie gesagt, die Röhre heizt jetzt bei 4,2 Volt. Das ist eine Wolfram-Kathode als Hellbrenner. Gewittert ist. Kommt jetzt auf.
Das ist jetzt die reine Beleuchtung der Röhre. Also das ist alles, was der Heizfaden schafft. In der realen Welt ist er etwas gelblich. Die Kamera macht jetzt aus irgendeinem Grund das Ganze zum Weißton. Ich weiß nicht, ob jetzt der Weißabgleich abspringt oder anspringt, aber die Röhre ist in der realen Welt etwas gelblich. Das typische Leuchten einer Glühbirne. Das ist jetzt das reale Bild, das reale Leuchtbild. Gut. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.